mir ist, damit wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland besser durchsetzen, ganz wichtig, dass wir eine funktionsfähige kommunale Selbstverwaltung haben. Dafür brauchen wir Geld, auch in strukturschwachen Kommunen. Und deshalb schlage ich zwei Dinge vor, über die wir verstärkt nachdenken müssen. Einerseits eine verbesserte, fairere Soziallastenfinanzierung, damit nicht die schwächsten Kommunen die höchsten Soziallasten haben und damit alleine gelassen werden. Und dass wir uns um das Altschuldenproblem kümmern. Wir haben 40 bis 50 Kommunen, die über die letzten 30 Jahre enorme Altschulden haben. Das müssen wir lösen, bevor die Zinsen steigen und das gar nicht mehr finanzierbar wird.